Temu und Co. Billigware aus China flutet unseren Markt. Der Vorwurf, das Zeug ist nur deshalb so billig, weil beim Zoll gemogelt wird. Was für eine EM. Die Stimmung ist super, die Kasse klingelt. Jetzt fehlt nur noch das passende Wetter. In Krisenzeiten beruhigt Altmodisches. Grund genug für einen Dackel. Heute ist Weltdackeltag. Hier ist WDR aktuell mit Martina Esser. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Abend. Die Sommersonnenwende. Europaweit wird sie in diesen Tagen gefeiert. In Skandinavien als Mittsommerfest. In Großbritannien im weltberühmten Steinkreis Stonehenge. Was ganz anderes. Geliefert wird Fast, Fast Fashion und Müll als Technik-Gadgets deklariert. Ein Sommerkleid für 4,90 Euro, ein Gamingstuhl für 77 Euro, ein Autostaubsauger für 18. Der amerikanische Billig-Online-Shop Temu mit Sitz in Shanghai überflutet mit seinen oft minderwertigen Produkten den europäischen Markt. Nun will NRW härtere Zollkontrollen einführen und damit für mehr Steuergerechtigkeit sorgen. Zurück nach Deutschland. Was hat dieser Sport für eine Kraft? Diese EM, die Fans, die Spieler, die Teams. Kinder zeigen stolz ihre Fußballtrikots, spielen Spielzüge der Nationalelf auf der Wiese nach. Beim Rudelgucken liegen sich fremde Menschen in den Armen. Die niederländischen Fans lassen mit ihrer Choreo erst Hamburg, dann Leipzig beben. Die Schotten machen Köln zur Dudelsack-Metropole und heute haben die ukrainischen Fans unser Herz erwärmt. Oh, wie ist das schön, so schallt es seit einer Woche durch Deutschland. Das kann gerne so weitergehen, das unterschreiben auch die Gastwirte hier in NRW. Die europäischen Fußballfans, die sind nämlich extrem feier- und trinkfest. Ein Gastwirt aus Köln hat ein erstes Fazit gezogen. Gegen die EM ist Karneval eine Tupperparty. Dieser Hund ist Kult. Er begleitet inzwischen die Hipster von Hamburg bis München durch die Szeneviertel. Ein dickköpfiger Hund mit kurzen Beinen. Eigentlich ein Beispiel für sogenannte Qualzucht. Aber im Moment avanciert er zum Dekoobjekt und ziert als Trendmotiv Mode- und Dekoobjekte. Heute ist Tag des Dackels und deshalb feiern wir ihn. Unser hier ist Purzel, aber der ist schon lange tot. Mehr Nachrichten jetzt, kurz und knapp. Klatschnass von außen durch fette Regenschauer oder schweißnass von innen, weil es so schwül war am Mittag hier in Köln. Dabei ist doch jetzt Sommer, kalendarisch sogar. Donald, wie wird denn unser erstes Sommerwochenende? Danke, Donald, das wird ja was. So, jetzt empfehlen wir Ihnen gerne Kölner Treff Best of, Thema Jugendsünden. Könnte spannend werden. Danke, dass Sie dabei waren. Tschüss.